Travel with us to exciting destinations. Starring the Black Forest Distillers, Alexander Stein and Christoph Keller. Black Forest and beyond. Wunderbar Adventures of Sophistication. Episode 3, The Kingdom of Bearwoods. Grüß Gottle. Welcome to the Black Forest. Today, I would like to share with you the secret of our Distiller's Cut 2015. And the best man to do so is actually a lady. Monika Schwarz from the Black Forest. Ja, grüß Gott, Frau Schwarz. Wie läuft's denn mit der Bärwurzende? Es läuft bestens. Komm mal schnell mit auf die Matte. Super, ja, vielen Dank. This really looks like work to me. I think I get some help. Frau Schwarz, ich möchte jetzt ein bisschen was über den Bärwurz wissen. Der ist ja mittlerweile sehr selten geworden. Wo wächst er überhaupt noch? Er hat sich an die Wegränder geflüchtet. Verträgt keinerlei Düngung. Und dann ist er ein Kind der Höhenlagen. Mhm. Er wächst nur so ab 600 Meter. Mhm. Oder wenn man Glück hat, in so einem schönen Gebiet wie hier. Wir sind hier auf dem Mosemettle in der Nähe von Wolfach. Hinter mir ist der Liefersberger Hof, der gehört dem Hardy Happle. Hardy hat vor einigen Jahren festgestellt, dass er rund um den Hof hier auf den Wiesen Bärwurzpflanzen hat. Man sagt die Bärwurz und nicht der Bärwurz. Und die Bärwurz ist eine ganz spezielle Gewürzpflanze, sehr gesund, aber auch geschmacklich sehr interessant. So ein bisschen zwischen Fenchel und Anis, auch mit ein bisschen Liebstöckel und Lakritznoten. Was ganz toll ist, dass man früher auch zur Aromatisierung von Salzen benutzt hat. Und Hardy rief mich eines Tages an und sagte, habt ihr nicht schon mal drüber nachgedacht, den Distiller's Cut mit Bärwurz zu machen? Dass es zum Gin passt. Das haben wir einfach aus dieser Komposition von ätherischen Ölen gleich geschlussfolgert, mal probiert, zermörsert, aufgefüllt mit Gin und zur Veredelung des Monkey 47 zu mischen. Ja, es ist der erste Distiller's Cut, der nicht auf unserem Mist gewachsen ist. Deswegen wird hier seit circa 2 Wochen geerntet. Die Dolden werden geschnitten. Dann muss man die getrockneten Samen aus den Dolden per Hand rauspulen. Dann werden die Samen getrocknet, anschließend gemahlen und kommen dann als Spezies rara, als die spezielle Zutat, in unseren Distiller's Cut in diesem Jahr. Wie viele Stunden Arbeit stecken jetzt hier drin? Gut 20 Stunden. Das war es jetzt aber auch noch nicht, weil wir müssen es ja noch ausbreiten. Es muss getrocknet werden im Dunkeln. Also da gehen noch ein paar Stunden rein. Und weil das eben viel Arbeit ist zum Sammeln, findet man kaum mehr jemand, der das macht. Und das ist auch langsam so das Wissen verloren gegangen. Das ist ja auch eine typische Schwarzwälder Küchenpflanze eigentlich. Wo hat man denn noch verwendet? Ja, Männer sagen halt als erstes, man macht einen Schnaps draus. Wir auch. Wo kommst denn du jetzt her, Kerle? Von Verstärkung mitgebracht. Ja, reichlich spät, wir sind längst fertig, jetzt kommt. Na kommt, trinkt man Gin.
Peerwurz und Gin ist natürlich ein bisschen eine ungewöhnliche Kombination, aber ich finde es aromatisch wahnsinnig interessant und ich würde jetzt gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ihr seid ja alles Leute vom Fach. Das ist ein schöner Fenchelton, finde ich. Ich habe da so einen Anisee-Geschmack, Sellerie. Aber schon eher was für Jungs, ne? Also wenn man es trinkt, wird es richtig würzig. Ja. Das ist ja, es ist. Also man merkt noch, dass das Grundgerüst vom Monkey, aber jetzt ist es ein Fisch. Das ist mehr so der Gorilla. Das ist dann mehr der Gorilla von dir. Das ist schon männlich. Stay tuned for more wunderbar adventures. Monkey 47. Certainly wunderbar. Welcome to Living Room Pictures, home of visual storytelling.